Ich sage einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Dezember beim Stempelpalast. Ich habe für euch vorbereitet, habt ihr garantiert schon im Teaser gesehen, einen Adventskalender. Den habe ich gekauft bei meiner Bastelkollegin Anja Ehmann. Wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich mit Anja jetzt seit etwas über einem Jahr befreundet bin und wir haben uns auf Norderney getroffen und wir haben uns im Saarland getroffen und wir haben uns onstage getroffen in Mainz. Da saßen die beiden sogar, also Anja und Maria, das ist für mich schon eine Einheit, weil die beiden sind beste Freundinnen. Die saßen uns mit am Tisch und ja, wir schreiben auch so zwischendurch immer und sind natürlich verfolgen die anderen auf den Blöcken und die Videos und wir sind immer up to date, was so passiert am anderen Ende von Deutschland. Und Anja hat, ich glaube, tatsächlich sogar im August angeboten, einen Adventskalender zu verschicken. Das Angebot habe ich natürlich super gerne angenommen und ich freue mich jetzt mit euch, diesen Adventskalender Tag für Tag auszupacken. Ich bin total aufgeregt und wahnsinnig gespannt, was sie alles Schönes eingepackt hat. Und ja, heute ist Tag 1 und ich würde sagen, kurze Rede, nein, lange Rede, kurzer Sinn, nee, wie heißt denn das? Naja, ihr wisst schon. Die nachfolgenden Videos werden natürlich alle ein bisschen kürzer, dass ihr sie morgens tatsächlich eben zwischendurch gucken könnt und nicht jedes Mal, aber ihr wisst ja, wie es bei mir ist, ne? Wer einmal sabbelt, der hört auch nicht wieder auf. Gut, wir fangen einfach an. Ich möchte euch sehr gerne die Karte zeigen, die Anja noch mit in den Adventskalender gesteckt hat. Die Kartenform ist ja auch typisch Anja. Sehr spannend. Das ist dein Adventskalender. Viel Freude damit und eine wunderschöne Adventszeit, Anja Ehmann. Ja, danke schön, liebe Anja. Mit dir habe ich jetzt eine wundervolle Adventszeit und du kannst sogar live dabei sein. Naja, fast live, wenn ich das aufmache. Also, merken, falls auch ihr Lust habt auf so einen tollen Adventskalender, dann müsst ihr euch unbedingt bei Anja melden. Ich verlinke sie selbstverständlich unten in der Infobox. Und dann könnt ihr euch schon mal fürs nächste Jahr einen Adventskalender vorbestellen. Oder ihr beobachtet sie einfach und liked sie und abonniert sie und so. Und seid also dann immer auf der Hut. Was haben wir denn heute Schönes hier? 5 Minuten Auszeit. Das ist ja spannend. Weihnachtsgoodie. Ach, wie toll. Das ist eine mit einem flachen Schokoladen-Nikolaus und einem weihnachtlichen Tee befüllt. Eine kleine Anleitung, guck mal hier, für eine 5-Minuten-Auszeit mit Anleitung. Sehr süß. Und noch 5 Minuten Auszeit zum Ausstanzen. Da freue ich mich sehr. Das muss ich ja unbedingt dann nochmal nachbasteln. Aber da habe ich ja jetzt auch die ganze Weihnachtszeit. Nein, natürlich nicht. Ne? Muss man ja mal ehrlich sein. Wenn man so ein Stempeltier ist und so ein bastelverrücktes Etwas ist wie ich, dann hat man natürlich nicht die ganze Adventszeit auf dem Sofa Zeit, bestimmte Dinge zu tun, sondern kannst du hier nochmal eine Karte machen und kannst du da nochmal eine Karte machen und... Ich hatte ja auch vor einigen Wochen schon gesagt, wer eine Weihnachtskarte haben möchte, der trägt sich bitte in die Liste ein. Da bin ich jetzt fleißig dabei, die Weihnachtskarten zu erstellen für die Listeneintrager. Das klingt so blöd. Für die Teilnehmer. ja, und ja, Geschenkverpackungen und also irgendwie ist gerade echt Hochsaison. Aber 5 Minuten Auszeit klingt prima. Ich mache mir jetzt erstmal einen Tee und ein Stück Schokolade findet sich auch. Muss ja jetzt Gott sei Dank kein platter Weihnachtsmann sein, denn die Verpackung ist noch nicht fertig. Für euch einen tollen Tag. Und wie gesagt, ab morgen werden die Videos deutlich kürzer, damit ihr sie eben zwischen Tür und Angel schauen könnt. Und
Ja, dann werden wir gemeinsam schauen, was in diesem tollen Adventskalender alles so drinsteckt. Bis dahin, bis morgen, einen schönen Tag für euch. Tschüss!